So sieht es aus, wenn ich mir eine schöne Wurststulle zur Arbeit mitgenommen habe und dann leider in der Schublade vergessen habe. Die Natur nimmt ihren Lauf, Mikroorganismen beginnen mit ihrer Arbeit. Genau das wollte vor einiger Zeit eine Fotografin an einem Scheißburger demonstrieren. Jeden Tag sollte ein neues Foto den Verfallsprozess dokumentieren. Aber zu ihrem Erstaunen passierte nichts, hier nichts. Selbst nach Monaten sah dieser Scheißburger aus wie am ersten Tag. Herzlich willkommen bei Wissen vor 8 Zukunft. Da stellt sich natürlich schon die Frage nach der Qualität eines Lebensmittels, wenn es sogar Bakterien und Pilze verschmähen. Ist der Hamburger also eine unkaputtbare chemische Keule, die man eigentlich nur durch Aufessen entsorgen kann? Letztendlich ist das Geheimnis dieser Fleischklops-Mumien hier bis heute nicht endgültig geklärt. Der hohe Salzgehalt und bestimmte Konservierungsstoffe scheinen eine Rolle zu spielen. Aber könnte es nicht sein, dass der Hamburger einfach zu schnell austrocknet, um noch verschimmeln zu können? Forschung schon weitaus schlimmere Dinge hervorgebracht hat als dieses Sandwich. In diesem Sinne, guten Appetit wünschen wir bei Wissen vor 8 Zukunft. Ein Podcast von sas.de. Morgen kann.